So, Freunde, recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Control. Das letzte Mal haben wir das erste DLC, das Fundament, durchgespielt. Und jetzt geht es weiter mit dem zweiten DLC, namentlich AWE oder AWE. Ja, kurz für Altered World Event. Hatten wir ja schon mal das Thema, also das ist schon mal eigentlich permanent. Aber natürlich auch mit einer kleinen Besonderheit da, naja. Es könnte ja auch quasi so eine Abkürzung sein für Alan Wake Expansion. Ho! Ja, nicht ohne Grund wurde das Logo in der Alan Wake Schriftart geschrieben. Ja, und ich hab sie sowieso schon häufig genug gespoilert, also ja, Alan Wake ist ein Ding auf jeden Fall. Ja, untersuche den Sektorenlift. Das machen wir jetzt einfach mal und ich denke mal, dafür müssen wir jetzt einfach nur da reingehen. Darkness engulfed the elevator. There was something there. Reaching for her. Trying to make her act. It was a distress call. Faden sensed a drowning man. A hunger in the dark. Investigation sector. Investigation sector, huh? Da ist der, mein Boy. Mein Boy Alan Wake. Gleiche Stimme. Okay. Sieht sehr komisch aus, wenn man das hier so anwählt, weil das so umrandet ist. Nur, naja. Untersuchungssektor. Aber schön, dass ich bisher tatsächlich noch nie hier langgelaufen bin, seitdem wir die Quest haben. So, dass ich das getriggert habe. Und das jetzt erst gemacht habe. Okay, Untersuchungssektor. Let's fucking go. Ich habe richtig Bock, auch wenn ich weiß, dass das DLC leider nicht so geil ist. Aber trotzdem, ich habe Bock. Jetzt, wo ich Alan Wake nochmal frisch im Gedächtnis habe und wir jetzt auch alle Sachen lesen und uns angucken werden, können wir da bestimmt nochmal ein bisschen mehr draus ziehen und ja, uns gemeinsam auf Alan Wake 2 freuen oder so. Ja. Eieiei. Hello? Anyone here? Guess not. Ich sehe schon was zu lesen, das ist gut. Oh Gott, ich sehe ganz viele Sachen. Okay, der Mr. Agenten. Mr. Kirkland, hier ist eine Liste der neuesten Agenten, die nach gestrigen Unglück als vermisst gemeldet und für tot gehalten werden. Jonathan Connor, Ezra Cruz, Caroline Dempsey, Lindsay Malcolm, Charles Murray und Derek Shaw. Wir benötigen ihre Unterschrift auf den Kondolenzschreiben, bevor diese an die jeweiligen Familien geschickt werden können. Sobald weitere Fälle bestätigt werden, informieren wir sie umgehend. Auf ihre Nachfrage hin hat ein Netzwerkingenieur überprüft, für wie viele Fälle digitale Sicherheitskopien vorliegen. Unglücklicherweise war eine große Anzahl an aktiven Untersuchungen noch nicht archiviert worden und es existieren nur die Exemplare auf Papier hinter der Brandschneise. Ich befürchte, dass diese verloren sind. Mhm. Seems a lot more crowded than the rest of the bureau. Mhm. Untersuchung von Darling. Wie von Mr. Kirkland autorisiert, wurde die interne Untersuchung D0845 der ethischen Praktiken von Forschungsleiter Dr. Caspar Darling begonnen. Trotz der Stellungnahme eines anonymen bezüglich der unmenschlichen Wandlung eines das sich derzeit in der Behörde befindet, sind die offiziellen Ergebnisse nicht beweiskräftig. Während der Untersuchung gab es zahlreiche Hinweise. Die Mehrheit des Personals im Sektor scheint nicht zu wissen, dass ein solches dort festgehalten wird. Ein bestätigte, dass der Codename von lautet. Alle Akten, die diese Namen enthalten, waren jedoch unzugänglich, da die höchste Freigabestufe benötigt wird. Die Ermittler konnten außerdem den Forschungsflügel nicht betreten und das Personal dort nicht befragen. Die Angelegenheiten wurden weiterhin durch die Frage verkompliziert, ob nichtmenschliche, paranatürliche Entitäten auf humane Weise behandelt werden sollen. Auch wenn diese Untersuchung keine der Anschuldigungen gegen Dr. Darling bestätigen kann, empfehlen wir doch eine Untersuchung der Forschung. Ich finde das nicht so gut, was ich hier alles lese. Ich will Casey anfragen. Mr. Denis wahrscheinlich. Wir haben vor kurzem eine Anfrage von einem FBI-Agenten erhalten, der alle unsere Akten über Bright Falls und im Besonderen über das Verschwinden des Autors Alan Wake anfordert. Gemäß der Übereinkunft zum Informationsaustausch zwischen Behörden habe ich ein paar Bürohengste einen Ordner mit allen im Voraus genehmigten Akten zusammenstellen lassen. Keine Sorge, alle unangemessenen Materialien fehlen oder wurden zensiert. Ich möchte Sie mit diesem Schreiben jedoch wissen lassen, dass diese Anfrage von einem Spezialagenten namens Alex Casey stammt. Kommt Ihnen der Name bekannt vor? Alex Casey ist der Name des fiktionalen Detektivs in diesen düsteren Krimis, die Alan Wake verfasst hat. Ziemlich faszinierend, dass ein FBI-Agent, der genauso heißt wie Wakes berühmtester Charakter, an einem Fall interessiert ist, in dem die Fiktion eines Schriftstellers Wirklichkeit wurde. Das sollten wir uns mal ansehen, oder was meinen Sie dazu? Geben Sie Bescheid, wenn ich den Typen überwachen lassen soll. Warte mal. Das ist ein FBI-Agent, der genauso heißt wie Wakes in einem Fall, in dem die Fiktion eines Schriftstellers Wirklichkeit wurde.
Stimmt, das ist ja eigentlich so eine Sache, die man nie hinterfragt hat, ne? Wie gesagt, Alan Wake hatte ja die Fähigkeit quasi, dass die Dinge, die er geschrieben hat, Wirklichkeit geworden sind. Das heißt, war das auch schon vorher der Fall? Gibt es Alex Casey quasi wirklich jetzt? Ist Alex Casey Max Payne? Weil die Story von Alex Casey ist ja basically die Max Payne-Geschichte. Oh, es ist alles so verwoben. Ah, ich liebe es. Noch mehr lesen. Juhu! Personalprobleme. Mr. Denis, es gibt immer mehr AWE-Fälle und ja, es wäre eine gute Idee, eine Spezialarbeitsgruppe zusammenzustellen, um die Gründe dafür zu identifizieren. Allerdings wurde ein klitzekleines Detail nicht beachtet. Wir haben verdammt nochmal kein Personal dafür. Wenn Sie von uns erwarten, mehr AWE-Fälle zu erkennen, zu untersuchen und zu bearbeiten, müssen Sie uns mehr Personal zur Verfügung stellen. Ganz simple Mathematik. Wir haben Personal während des Vorfalls mit Hartman verloren und viele sind nach Kirklands Rücktritt in andere Abteilungen gewechselt, sodass wir mittlerweile kaum unser normales Pensum bewältigen können. Verdammt, allein der Papierkram für all die gewandelten Objekte, die wir im Sektor zurücklassen mussten, ist ein Kraftakt. Außerdem haben wir ein Platzproblem, auch wenn das auf den ersten Blick paradox klingen mag. Diese Lobby ist nicht dafür gedacht, das Personal eines gesamten Sektors unterzubringen. Wir haben bereits vor Monaten einen Antrag gestellt, um den Untersuchungssektor in angemessenere Räumlichkeiten verlegen zu können. Sagen Sie mir jetzt bloß nicht, dass der immer noch in Ihrem Schreibtisch liegt. Die Leute werden ruhelos und als Kirklands vorübergehender Vertreter ist es Ihre Aufgabe, sich darum zu kümmern. Mit freundlichen Grüßen, Agent Grayson. Alter, ist es so viel. aktuelle Lage am Cauldron Lake, das ist doch wieder interessant. An Untersuchungsleiter Denis. Es ist schon wieder passiert, zum dritten Mal dieses Jahr. Irgendwas hat es auf unsere abgesehen. Vielleicht Waschbären, die Leute vor Ort beschweren sich ständig über sie. Aber warum sollten Waschbären etwas gegen eine Bewachungsstation haben? Das ergibt keinen Sinn. Wie dem auch sei, ein Behördentechniker wird sich das nächste Woche mal persönlich ansehen. Als nächstes steht auf unserer Liste der wiederkehrenden Probleme das Personal der Station am Haus am See. Wie soll ich effektiv ein Auge auf Lake haben? Also auf die Frau wahrscheinlich, wenn ich keine Daten zu Gesicht bekomme. Verdammt, ich weiß nicht mal, was sie da draußen forschen. Wir müssen nochmal einen Antrag stellen, damit sie ihre Informationen mit Untersuchungsagenten teilen. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis wieder zuschlägt und dann will ich vorbereitet sein. Falls jemand im Hauptquartier fragt, warum der Bericht von Bright Falls diesen Monat etwas spärlicher ausfällt, dann sagen sie, dass wir keine Messung abnehmen konnten. In der Zwischenzeit mache ich mich über Waschbärfällen schlau. Mit Leuten grüßen, Agentin Estevez. Ja. Das ist nur eine Frage der Zeit, bis wieder zuschlägt. Die Dunkelheit? Hartman? Alter, ich dreh durch. Ja, diese Folge wird nur gelesen, Leute. Untersuchung des Direktors. Wie von Mr. Kirkland autorisiert, wurde die von Direktor Zachariah Trench übernommen. In letzter Zeit wurden neue von Direktor Trench festgestellt, darunter aggressives beim mit seinem Personal. Diese Untersuchung soll dieses Problem jedoch nicht beweisen, sondern interpretieren. Mehrere Behördenmitarbeiter wurden Zeuge von zwischen Direktor Trench und Dr. Darling. Obwohl beide Befragungen zu diesem Thema ablehnten, drehte sich Zeugen zufolge das Streitgespräch um den Flügel für Dimensionsforschung und das dort befindliche. Jedoch gibt es derzeit keine Beweise, dass Direktor Trench auf etwas anderes als zwischenmenschliche Unstimmigkeiten zurückzuführen ist. Diese Untersuchung kommt zu dem Schluss, dass Direktor Trench Verhalten keinen Ausschluss über gibt und dass seine Führungsqualitäten über jeden Zweifel haben sind. Vollständiger Bericht. Bläh. Es tut mir wirklich ein bisschen leid, was hier jetzt gerade passiert. Aber ich will das alles lesen. Kirkland, ich werde Ihre unverhohlenen Versuche, mich für Ihre Inkompetenz verantwortlich zu machen, langsam überdrüssig. Ich weiß, dass Sie das nicht wahrhaben wollen, aber Sie sind der Leiter des Untersuchungssektors. Für diesen Vorfall tragen Sie die Verantwortung. Was haben Sie denn erwartet, würde passieren, wenn Sie im Untersuchungssektor ein gefährliches Exemplar festhalten? Es gibt den Isolationssektor aus gutem Grund. Das Personal dort ist für diese Art von Arbeit besser ausgebildet und ausgerüstet. Tatsächlich hat es dankenswerterweise gewisse Aufgaben der AWE-Überwachung übernommen, denen Ihre Leute nicht länger nachgehen konnten. Das passiert jetzt immer häufiger. Und glauben Sie ja nicht, dass Ihre kleinkarierten internen Untersuchungen unbemerkt geblieben sind. Sie sind ein Wurm. Alles, was ich getan habe, war zum Nutzen der Behörde. Für das Versagen des Primärkandidatenprogramms ist allein Darling verantwortlich. Die beiden sind Versager, die gegen mich Komplotte schmieden. Sie sind Verräter, doch die Wahrheit wird ans Licht kommen. Sie haben sich entschieden, mein Feind zu sein, Kirkland. Doch das werden Sie bereuen. Zachariah Trench. Okay. Wir lernen auf jeden Fall mehr schon mal über die Charaktere. Underhills Vorgeschichte.
Dr. Raya Underhill ist Professorin an der University of Woodrow im Vereinigten Königreich, wo sie Biologie mit besonderem Fokus auf Botanik unterrichtet. Dr. Underhill hat bereits mit der Behörde zusammengearbeitet und war als Parabotanikerin im Forschungssektor des Edison-Hauses stationiert. Sie hat ihren Dienst ohne Vorfälle oder Fehlverhalten absolviert und wird von ihren ehemaligen Kollegen, darunter auch Dr. Darling, hochgelobt. Dr. Underhill unterhält keine bekannten Beziehungen zu parakriminellen Organisationen und hat, seit sie die Behörde verlassen hat, nicht gegen ihre Verschwiegenheitserklärung verstoßen. Ihr ziviles Leben ist ebenfalls ideal, mit Ausnahme einer fortlaufenden persönlichen Beziehung mit Dr. Darling, die scheinbar während ihrer Zeit als Kollegen im Forschungssektor begonnen und seitdem mit Unterbrechungen Bestand hat. Je nach Dauer ihrer Arbeit im Edison-Haus müssten beide Parteien eventuell ein Beziehungsfreigabeformular unterschreiben. Diese Untersuchung hat keinen triftigen Grund zu gefunden, Dr. Darlings Antrag abzulehnen. Dr. Underhill kann vorübergehend eingestellt werden, um eine Lösung für das Problem des Fungus-Grenzbereichs zu finden. Ah, okay. Die arbeitet eigentlich gar nicht mehr hier. Und es ist nur wegen dem Fungus hier. Wegen des Fungus. Ich meine, ist jetzt nicht so interessant tatsächlich für die Geschichte dieses DLCs, aber so insgesamt, ne? Ein bisschen mehr über die Charaktere lernen ist auch fein. So. Traktor, Zusatzbemerkung. Note. Miscommunication led to local corona examining the body of William Burrow. Männlich, weiß, Zusammenfassung des Falls. Laut Polizeibericht wurde der 33-jährige Mann tot auf seinem Grundstück aufgefunden. Die Überreste für die gerichtsmedizinische Untersuchung umfassen Blut, Urin, Galle, Mageninhalt und Knochenfragmente. Ergebnisse der Autopsie: Verletzungen am Kopf durch dumpfe Gewalteinwirkungen, Platzwunden an linkem Ohr, linker Wange. Verletzungen an den Extremitäten durch stumpfe Gewalteinwirkungen. Verrenkung, rechtes Knie. Obere rechte Extremität vollständig abgerissen. Entsprechende Fraktur des rumpfwärts gelegenen rechten Oberarmknochens. Großflächiges Trauma im abdominalen Bereich. Mehrere Organe, darunter Magen, Herz, Leber, Bauchspeicheldrüse, Nieren und Teile des Dick- und Dünndarms, wurden herausgerissen und waren nicht mehr am Tatort. Abschließende Bemerkung. Meiner Meinung nach ist Dr. Burrows Tod nicht die Folge eines mechanischen Unfalls, wie es die Behörden behaupten. Die herausgerissenen Organe... Ja, gut. Ich kann nicht zoomen oder halt scrollen. Gut. Dann halt nicht. Rücktritt schreiben. Sehr geehrte Damen und Herren, ich reiche mit großem Zorn und Bedauern meinen Rücktritt als Leiter des Untersuchungssektors im Federal Bureau of Control ein. Diese Handlung erfolgt aus Protest gegen die eklatante Vernachlässigung der meiner Abteilung. Unter diesen Umständen kann mein Personal seine Arbeit nicht fortsetzen. Frühere Anträge und Warnungen sind auf taube Ohren gestoßen und so muss ich nun darauf vertrauen, dass meine Taten lauter sprechen, als meine Worte je konnten. Ich mache für diese Situation verantwortlich, der mein Ersuchen um Unterstützung bei der Zurückeroberung der Bereiche des Untersuchungssektors, die wir an verloren haben, routinemäßig ignoriert hat. Ich werde die Schreie tapferer Agenten nie vergessen, die uns anflehen, die Brandschneise zu öffnen. Diese Schande wird bis ans Ende meiner Tage auf meinen Schultern lassen. Der hat seine Agenten im Stich gelassen. Das werde ich ihm nie verzeihen. Mit nicht gar nicht mal so freundlichen Grüßen. It's not working. Hätte das erwartet. Probably a loose power core somewhere. Ui. Darf ich hier rein oder? Jo. Mit Gewalt geht alles. Hallo, nächster Bericht. Keystone-Inspektion. Wie angeordnet haben wir auf unserem Weg zum Ziel AWE in Keystone halt gemacht. Ich schicke Ihnen den Bericht direkt zu und versuche so, das Problem mit der Fahnenflucht von Grumman Morales unter Verschluss zu halten. Wir haben hier keine Spur von Ihnen gefunden. Bei Ihrer Vergangenheit könnte man meinen, dass Sie die Seiten gewechselt haben, wie Sie angenommen haben. Ich denke jedoch nicht, dass das der Fall ist. Hier in Keystone ist definitiv ein Ereignis aufgetreten und ich glaube, dass Grumman und Morales hier reingeraten sind. Die gesamte Bevölkerung hat sich in Luft aufgelöst. Ich erinnere mich an den Fall von Ordinary, aber da waren es nur die Erwachsenen, wenn ich die Akte richtig im Kopf habe. Hier ist es anders gelaufen. Ich denke, dass unsere Leute Opfer sind, keine Verräter. Wenn es ein AWE war, ist es jetzt vorbei. Wir sind die ganze Stadt abgelaufen und uns sind nur seltsame Markierungen auf verschiedenen Gebäuden aufgefallen. Zwei sich überschneidende Kreise und ein Punkt im Schnittbereich. Könnte aber auch nichts damit zu tun haben. Ich zeige Ihnen die Bilder, wenn ich zurück bin. In der Zwischenzeit sollten Sie ein Team herschicken, um den Ort abzusperren, und die Leute der Kommunikationsabteilung sollten sich eine Geschichte ausdenken. Gucken, ob wir dieses Symbol hier noch sehen werden. Ich gehe mal sehr stark davon aus, tatsächlich. Mehr lesen. Traktorprozedere. Das Werk befindet sich nicht in Gewahrsam der Behörde. Kein Prozedere bekannt. Ein Frank Elk Traktor. Olivgrün, getrocknetes Blut auf dem Kühlergrill bei der letzten Sichtung. Das Objekt kann
fokalisierende Antworten oder Brummen von sich geben und sich unbemannt fortbewegen. Es wird als höchst aggressiv und gefährlich eingestuft. Das Objekt zog die Aufmerksamkeit der Behörde nach dem Tod von William Burrow, dem Besitzer des Burrow Farm außerhalb von Trenton, Texas, auf sich. Die Behörden vor Ort wurden verständigt, als ein Angestellter Mr. Burrows verschlimmerten Körper unter seinem Traktor fand. Als die Polizei kam, vertrieb der Traktor sie sofort. Panische Anrufe bei den Bundesbehörden wurden von unserem Kommunikationspersonal abgefangen. Ein Team wurde ausgesandt. Nach ihrer Ankunft näherten sich die Agenten dem Objekt. Als Reaktion brummte es wie ein Bär. Drei Agenten wurden verletzt, als sie das Objekt aufhalten wollten, das letztendlich entkam. Derzeit wird aus der Luft nach dem Objekt gesucht. In einem Gespräch mit Mrs. Burrow stellte sich nun heraus, dass sie am Abend des Vorfalls eine heftige Auseinandersetzung mit Mr. Burrow hatte. Momentan ist nicht bekannt, ob die beiden eigentlich in Verbindung stehen. Juhu! Ethische Untersuchung. Wie von Mr. Kirkland autorisiert, wurde die interne Untersuchung der Legalität des Primärkandidatenprogramms des Federal Bureau of Control begonnen. Da alle für die Untersuchung relevanten Subjekte in Berufung auf ihre Leitungsprivilegien, Befragungen ablehnten, konnten nur wenige Informationen aus erster Hand gesammelt werden. Allerdings zeichnen anonyme Quellen und Dokumente, die von Mr. Kirkland freigegeben wurden, ein alarmierendes Bild von systematischer in das älteste Haus, stellte sie unter Beobachtung und unterzog sie Tests, um nach Erreichen eines angemessenen Alters einen Kandidaten zum Direktor ernennen zu können. Dieses Programm hat keine erfolgreichen Kandidaten hervorgebracht und hatte nur die traumatische von paranatürlich Begabten zur Folge. Es handelt sich hierbei nicht nur um einen Verstoß gegen die Ash-Regelung, das Programm geht auch gegen jegliche menschliche Grund. Das Untersuchungsteam das Primärkandidatenprogramm einstimmig und empfiehlt, dass es sofort wird. Vernichtet wird. Okay, hier brauchen wir Strom auf jeden Fall. Wir haben da Strom. Nicht, dass das jetzt irgendwas hier blockt. Darum war ich, ne? Now that gate should open. Untersuchung der Flucht des Exemplars. Die interne Untersuchung hat zum Ziel, die fehlgeschlagene Isolation von Exemplar SI1 zu beleuchten, die Agenten das Leben gekostet hat. Ein Bericht über die Inspektion der Isolationsausrüstung drei Tage zuvor listet keine Fehlfunktion. Die Ermittler glauben, dass menschliches Versagen der Grund ist, obwohl keine Abteilung bisher Beweise über diese These geliefert hat. Techniker konnten im internen Netzwerk die Protokolle der Forscher wiederherstellen, die mit dem Exemplar gearbeitet haben. Zeigte das Exemplar ein deutlich erhöhtes aggressives Im Abgleich mit verschiedenen Protokollen konnten nur zwei Ergebnisse identifiziert werden. Ereignisse, die nicht der täglichen Routine des Sektors entsprachen. Erstens, die Luftfilter wurden ausgetauscht und zweitens, eine Stunde vor dem Vorfall betrat eine Zivilistin namens Alice den Sektor. Sie kam während einer Untersuchung, die nicht mit dem Exemplar in Zusammenhang steht. Siehe Befragung. Aufgrund der Verbindung zum selben AWE-Fall könnte die Anwesenheit von Mrs. für und die Flucht des Exemplars von Bedeutung sein. Die Untersuchung wird fortgeführt. Ja, was könnte wohl da hinter Alice stehen, frage ich mich. Okay, Alice Wake war also hier. Und dann ist, ja, vermutlich Hartman gemeint, ausgebrochen. Ich muss gerade tatsächlich überlegen, wie das nochmal mit Hartman war. Hartman war ja im Grunde genommen der Psychologe, der halt Alan Wake damals helfen wollte. Ich muss gerade überlegen, wie das nochmal war dann mit ihm. Ich glaube, er wurde dann auch irgendwie besessen von der Dunkelheit oder so. Hat uns, glaube ich, versucht auch irgendwie irgendwas mit uns zu machen. Ich habe es leider gerade echt ein bisschen vergessen. Blessed Organisation. Diese Gruppe, dieses Individuum entgehen schon seit Jahrzehnten, vielleicht auch länger, den wachsamen Blicken der Behörde und beweist einen Grad an Geschick und Vorsicht, den man bei parakriminellen Gruppen nur selten sieht. Nach Durchsicht älterer Fälle wurden mehrere Erwähnungen ihrer seiner Aktivitäten im Laufe der Jahre entdeckt. 2016 wurde eine Produktionsfirma namens Blessed Pictures mit dem Fall eines gewandelten Objekts sowie dem Tod eines Agenten, der illegal in parakriminellen Materialien ausgesetzt war, in Verbindung gebracht. Weiß nicht, ob das mit der Filmkamera? Ich glaube, das wurde auch erwähnt, ne? Blessed Pictures. 1994 war ein Mann namens Chester Bless, der in Los Angeles Vorträge hielt, in illegal
in die illegale Nutzung eines Gewaltobjekts involviert. 1988 wurde ein Unternehmen namens Blessed Repair in Service verdächtigt, in den Fall eines Objekts der Macht involviert zu sein und es vielleicht sogar erschaffen zu haben. Keines der Unternehmen und keines der Individuen konnte je gefunden werden. Allerdings ist ihre Verbindung zum Auftauchen von gewaltigen Objekten und Objekten der Macht zu offensichtlich, um als Zufall abgetan zu werden. Es wurde ein Haftbefehl für alle Personen ausgestellt, die mit der Blessed-Organisation involviert sein könnten. Langweilig. Oh. Passiert doch noch eine Kleinigkeit diese Folge vielleicht. Do we know each other? I feel this feels familiar. I can't seem to I've forgotten it. I'm sorry. My name is Alan Wake. Friend Tom. Tom Zane. There's nothing to worry about. Tom. The poet. The diver, you look different. That was just a role. A character. The protagonist I played in my old film. I'm a filmmaker. An auteur like yourself. We're working on this together, remember? An artistic collaboration. You need a drink. Yippee. Endless darkness. Nothing holds still. Very close now. You've been writing. You found a way to escape. It'll work this time. Writing? You found a way! No. I don't... Wait. There's something. It's my double. He's out there. I've seen him. Yeah. Nothing to worry about. I'm dealing with it. It's fine, my friend. Let me handle him. You've met him? What the hell? Now, come on. You misunderstand me. That was the Alan Wake? The famous writer? He disappeared years ago. It was all over the news back then. Mm-hmm. Thomas Zane was with him. The poet. No, wait. He was a filmmaker. I always remember that wrong. Ja. Oh Mann, ey, ich müsste echt nochmal genau... Ich bin immer so vergesslicher Typ, ne? Ich weiß jetzt auch nicht mehr ganz genau, wie das eigentlich mit Thomas Zane jetzt nochmal alles in Verbindung stand. Und war ja auf jeden Fall dieser alte, ja, Filmemacher. Ich habe sie eigentlich auch gerade irgendwie als Dichter abgespeichert. Vielleicht ist es auch irgendein Gag gerade, ich weiß es nicht. Der, glaube ich, vor vielen, 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 vielen Jahren, also noch lange vor der Geschichte von Alan Wake da in Bright Falls war und, glaube ich, dafür mehr oder weniger verantwortlich war, dass dann dieser Cauldron Lake eben zu einem, ja, wahrscheinlich einem Altered World Event wurde, oder zumindest, oder einem Objekt, wenn man es so nennen will. Zumindest, dass da dann quasi diese Fähigkeit von Alan Wake auch, ja, stattfand, sag ich mal. Und irgendwie, wie war denn das nochmal, dass er dann trotzdem mit Alan Wake in Verbindung... Ich weiß es nicht mehr so ganz. Ich weiß es nicht mehr so ganz. Oh Mann, ey, ich bin so dumm. Naja, ich will das Ocean View Motel. Ja, kriegen wir hin, aber das machen wir beim nächsten Mal. Ich weiß, wir haben jetzt sehr viel gelesen heute, aber ich glaube Besserung. Ich glaube, wir haben jetzt schon fast die Hälfte der... Sammelobjekte, die man hier finden kann. Ja, haben wir immer mit Achievement Fortschritt da unten gesehen. Ich glaube 19 von 54 oder so habe ich jetzt.
Also klar, 27 ist dann die Hälfte, aber naja, ihr wisst schon. Ein Drittel ist es, ganz genau ein Drittel. Na egal. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.